Efi Sachenbacher-Steele darf ab sofort wieder an offiziellen Wettkämpfen teilnehmen. Der internationale Sportgerichtshof Kass reduzierte die Dopingsperre der 33-jährigen Biathletin auf 6 Monate und ermöglicht Sachenbacher-Steele rechtlich die Rückkehr in den Profisport. Es wäre natürlich schön, wenn man nur die Möglichkeit bekommt und die Chance einfach, ja, die sportliche Karriere fortzusetzen. Die zweimalige Langlauf-Olympiasiegerin war bei den Winterspielen in Sotschi auf das verbotene Stimulanz Methylhexanamin getestet worden. Sachenbacher-Steele erklärte dies mit der Einnahme eines verunreinigten Nahrungsergänzungsmittels. In erster Instanz hatte daraufhin der Biathlon-Weltverband IBU die 2-jährige Zwangspause verhängt.